für die Glaubwürdigkeit und für das Vertrauen sind wir alle selbst verantwortlich. Die Wissenschaft, die Wirtschaft, aber auch die Politik. Denn wir müssen lernen, in einer neuen Generation von Menschen so zu kommunizieren, dass der Nutzen verstanden wird, dass die Chancen und Risiken objektiv rüberkommen, verständlich, dass jeder versteht, was ist drinne für mich, welchen Beitrag zur Selbstbestimmtheit bringt es und vor allen Dingen auch die emotionale Seite eines Forschungs-, eines Innovationsthemas darstellen. Denn Menschen sind nun mal emotionale Wesen und sie möchten auch einen emotionalen Buy-in machen und das kann man durch Kommunikation schaffen.